Servus Kameraden, willkommen zurück zu WLT Replays. Ich bin die Keule, wir sind heute unterwegs im Ognia 1000 aus dem Clan 2 DKP in seinem IS, einem russischen schweren Panzer. Auf dem Weg zur IS-3 fährt da jeder an dem vorbei. Die meisten verkaufen ihn danach wieder, damit sie das Geld für die IS-3 zusammen haben. Ob sich das lohnt, den zu behalten, das schauen wir uns heute mal hier an. Der gute Ognia hat drauf die 100mm Kanone, 175 Durchschlag, 250 Schaden. Keine Tarnung. Das ist ein bisschen schade. Und fährt erstmal in die Stadt. Muss ich auch machen. Er ist ja nicht top hier. Und er ist auch nicht allein in der Stadt. Die anderen Heavys fahren ebenfalls in der Stadt. So soll das sein. So richtig sehe er keine einzige Gunmark auf seinem Panzer. Hackt hier mal ein bisschen an. Okay. Also so eine Gegner hätte ich auch gern. Kommt der Skorpion mit der weichsten Panzerung im ganzen Spiel gleich erstmal so weit wie möglich nach vorne gefahren. Und zu sagen, hallo, hier bin ich, schießt auf mich. Gegnerteam, halt wie das ist ein hier. Und ein hier ist zwei. Okay. Ah, IS-2, hallo. War noch richtig angewinkelt, dass er seine Kette verliert und damit den Schuss auch abblockt. Kann auch mal schief gehen. Aber normalerweise, wenn man ins vordere Kettenrad schießt, wird man auch durch die Wanne durch. Gerade bei IS-2. So, Vorsicht, hier ist Kanonenjagdpanzer. Genau der. 217 abgeschossen. Jo, den kannst du verfolgen, wo der sich gedreht hat, normalerweise. Der ging daneben. Schön getroffen. So. Weiter geht's. Skorpion hat sich inzwischen ein bisschen erholt. Der ging leider nicht rein. T34-85 kann dann ein bisschen die Ablenkung übernehmen. Vorne hat er umhängt. Ja. Da steht was Freches in der Gegend rum. MT25. Auf Wiedersehen, MT25. Den habe ich auch. Ein richtiger Wiesel. Ganz schlechte Idee. Nachladezeit von 7 Sekunden und 7,3 Sekunden. Grandios, mit einem schweren Panzer, mit so einer guten Kanone. Das Ganze ist nur noch schöpft. Salah. 30. Kann der andere jetzt hier übernehmen? Jawohl, 2 IS im Teamwork. So habe ich das gern. Abschluss Nummer 4, 1340 Schaden, 2600. So kann es weitergehen. So. Drüben haben wir die IS-2, da war 48%. T-34-85 ist raus. So ist Kettenrad, jawohl, genau so. Kommt Typ 58, dann haben wir wieder nachgeladen, hallo. Der prallt natürlich ab, Rammen. Und gleich nochmal rammen. Geht nicht, dann schieben. Oh, der ging daneben. Und der Typ 58 prallt an dir ab durch den Helm. Gute Nacht. So, Abschluss Nummer 6. 2000 Schaden, knapp 4000 DNA. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Wirklich wieder geil drauf ist. Ja, gute Ogni macht eine sehr gute Figur. Gibt inzwischen oder bisher nichts dran zu mir. Oh,
Skorpion G prallt an dir ab. Okay. Komm, viel zu viel Elementärwackelei. Yes, schiebt dir von der Seite durch mit AP. Und die ist hinten ein bisschen untätig. So, anwinkeln. Hoffen, dass der Uni mitzieht, aber da steht da hinten. Jawohl, durch die Wanne. Können wir machen. Nation mitgeholt. So, wir sind bei 7 Abschüssen. Immer noch 2500 Schaden, 5465 WNA. Worauf warten wir jetzt? Okay. Da hat die 28 Protest raus. Das heißt, wir haben keinen Achter mehr. Der Gegner hat auch keinen Achter mehr. Artie ist ebenfalls raus. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, du hast kaum Fehler gemacht. Eigentlich keine richtigen gravierenden. Hat seine Position sehr gut gespielt. Gutes Teamwork teilweise mit dem Yes. Oh. Nee. Typisches russisches Rohr. Kommt schon krumm zur Welt. Keine Möglichkeit da irgendwas zu retten. So, den IKV, den müsst ihr wohl noch holen. Versucht hier immer ein bisschen seine Wanne zu verstecken. Leider hat er hier erst nur 7 Grad Kernepression und hat dementsprechend unter Omni nicht so einfach. So, ich glaube, du musst hier hoch. Du kommst nicht drum rum. Den kannst du nicht rauslocken. Sofern der Uni fährt das Cap. Uni fährt nicht ins Cap. Unser Art ist auch raus. Okay. Damit war zu rechnen. Gut. Kill Nummer 8. 2000 Schaden, 6000 BNA. Wie geht's weiter? Wird natürlich nicht gecapped. Warum auch? Jetzt schon. Tja, VK30 steht auf der E-Linie, auf E4. Keine Ahnung, was der Uni da macht. Ich würde umdrehen, zurückfahren und mir noch ein paar Cap-Punkte abholen. Aber ist egal. Hier passiert nichts weiter. Hier wird durchgekappt. In weniger als einer Minute ist alles vorbei. Also, wie gesagt, im Großen und Ganzen super gearbeitet. Teamwork, ganz fantastisch. Zusammen mit dem IS vorhin und auch mit den anderen Fahrzeugen. Hier und da ein bisschen Glück gehabt, aber das gehört dazu. IS ist auf jeden Fall eine Option für jemanden, der noch für den IS-3 ein bisschen üben will. Natürlich die Crew dann übernehmen muss oder übernehmen sollte vom IS auf den IS-3. Und ja, kann das Ding wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Mal sehen, was der VK30 da drüben noch macht. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel.
Würde mich wundern, wenn er überhaupt noch aufkriegt. Das Ding gewinnen wir durch Cap. Gute Leistung von Ognia 1000. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Fährt euch!